Hallo, ihr Lieben. Ich habe gerade eine Post gekriegt und ja, die wollte ich mal kurz mit euch aufmachen. Und ihr seht schon, ich habe bestellt bei Dani Preuß. Ich will mal Preuß sagen. Preuß heißt sie. Ich habe zwei Sachen bei ihr, also zweimal bei ihr bestellt und ich weiß nicht genau, was jetzt als erstes gekommen ist. So, als erstes haben wir hier oben ein kleines Dankeschön. Ja, cool. Und dann, was ist das? Herzlichen Dank und viel Spaß beim Schreiben. Tipps erreichst du und genau, okay. Ich dachte gerade, die Telefonnummer hier ist ein Code, weil dieser Strich dazwischen nicht war und die Vorwahl so lang ist. So, dann hier, wir wünschen frohe Weihnachten. Das mache ich gleich mal, klebe ich mir gleich mal an die Seite. Der klebt nämlich noch gut. Und hier ist ein kleines Geschenk drin und zwar so ein Stickerbogen. Ja, mit It's a Boy, It's a Girl, also für ein Babyalbum. Ja, werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, außer eins meiner Geschwister entscheidet sich, nochmal ein Kind zu kriegen. Aber glaube ich nicht. Ja, die Tüte ist auch super, die werde ich auf jeden Fall auch aufheben. Und hier haben wir ein schönes Bändchen, mit das zugebunden ist. Das werde ich mir auch aufheben. Das kommt in meine Bänderkiste. Hat eine schöne Länge, kann man auf jeden Fall nochmal benutzen. Und jetzt bin ich selbst gespannt. Ah, jawohl, es sind die ganzen Distress-Sachen. Und zwar, ja, habe ich mir ein paar Distress-Farben bestellt. Und zwar ein paar von den Stain und ein paar Paint-Farben. Ja, hauptsächlich auch für die Jelly Plate jetzt, aber auch für andere Sachen. So, das wurde gepackt mit viel Liebe von Claudia. Ja, ganz süß gemacht. Hier ist noch so ein Werbeheftchen drin, wo man so Inspirationen hat und anscheinend sogar auch für Plotter-Dateien. Guckt mal. Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall. Ja, ganz süße Sachen. Da gucke ich nachher noch mal rein. Das hier ist ein Buchbindering. Bindering, genau, das sind die hier. Nee, das hier ist zum Bücherbinden. Und ja, ist ja schon ab, brauche ich jetzt nicht mehr weiter. Und zwar habe ich das in Schwarz, in Weiß. Und meine Lieblingsfarbe durfte natürlich auch nicht fehlen. Den habe ich aber ein bisschen weniger von bestellt. So, und das ist so selbstklebendes Stoffband. Also, ja, sind 5 cm, nee, 8 cm, genau. Es gibt es in 5 und in 8 und ich habe 8 genommen. Ja, und davon möchte ich mir Alben machen. Und ich dachte mir, ach komm, bestell gleich ein bisschen mehr. Weiß und Schwarz geht immer. Da kann man immer mal gut ein Album mitmachen. Und habe mir da gleich ein bisschen mehr von bestellt. So, dann habe ich mir hier Buchringe bestellt. Die habe ich noch nie gehabt und weiß nicht, wie die aufgehen. Ja, muss ich mal in Ruhe gleich gucken. Ich glaube, die werden gar nicht da aufgemacht, sondern hier kann das sein. Ja, genau, die werden hier aufgemacht und da war das Gelenk. So, ja, und da habe ich auch was mit vor. Verrate ich das? Nein, verrate ich noch nicht. Habe ich auf jeden Fall was mit geplant. Und hier habe ich mir solche Klammern gekauft, weil irgendwie brauche ich die andauernd und habe immer keine. Und die sind ziemlich gut verpackt hier. Ja, oh ja, die sind aber echt fest. Okay, das ist durch die Farbe klebt es ein bisschen, aber das tut auch schon. Wehtun tut es nicht, aber ihr seht, die haben schon ganz schön Kraft. Das ist super, wenn ich dann mir so Bücher oder so mache, dann möchte ich die gerne benutzen, um die Seiten festzuhalten, solange wie es klebt. Dann habe ich mir solche Papiertüten bestellt. Das sind so amerikanische Lunchboxen. Und zwar habe ich die deswegen bestellt, weil ich oft bei ihr gesehen habe in Videos, dass die Alben gebaut haben. Sie haben ja so spezielle Alben, diese Dani Dori, genau. Aber die kann man sicher auch selber basteln. Und da waren aber ziemlich viele coole Elemente mit diesen Taschen.
Und ja, ein Pack waren immer 5 Stück und ich habe mir gleich 2 Packs bestellt. Und das kann einfach an die Seite. Und nicht erschrecken. Oh, genau. So mache ich auch wieder vorsichtig auf, weil die Tüten kann man auf jeden Fall alle nochmal verwenden. Und hier ist nichts Spektakuläres drin. Hier ist nämlich nur Wollpapier drin, was aber wesentlich stabiler ist als diese Dinger aus Action. Also als ich mein Album letztens gezeigt habe, ich komme es nochmal vor. Da habe ich euch gezeigt, diese William-Blätter, die hier. Und die sind beim Falzen direkt zerrissen. Und da habe ich gesehen in den Videos, die zerreißen halt nicht, wenn man die falzt. Und die fühlen sich auch schon wesentlich stabiler an als diese Teile hier. Wobei, naja, doch, die sind schon ein bisschen stabiler. Ja, davon habe ich mir, ich glaube, 4 Stück oder so bestellt. Ja, 4 Stück, glaube ich. Und weißen Cardstock. Ganz normalen, schlichten, weißen Cardstock. Genau. Ja, dann hatte ich die Bestellung aufgegeben und habe dann noch ein anderes Video gesehen und dachte, ja, oh Mist, das hätte sie jetzt auch gern gehabt und dann habe ich noch mal was bestellt. Ja, wäre jetzt schlauer gewesen zu warten und alles auf einmal zu bestellen, aber na gut, wie es manchmal so ist, ne? Ja, ihr Lieben, das war's schon. Das wollte ich euch nur mal ganz kurz zeigen. Ich erwarte die nächsten Tage noch ein paar andere Sachen. Und ja, wenn die kommen, dann zeige ich euch die auch. Aber vielleicht zeige ich euch auch alles zusammen. Hallo, ihr Lieben. Ja, ich will noch mal ganz schnell abfilmen. Ich habe gerade das nächste Päckchen gekriegt. Eins kommt jetzt noch. Das, was ich von Dani Preuß vorher gezeigt habe, das war ja an einem anderen Tag. Das war so, dass die alle Sachen in eine Bestellung getan haben. Und das habe ich zu spät gesehen. Deswegen hatte ich auch das Video so bupp auf einmal ausgemacht, weil ja, ich auf einmal dachte, hä, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und habe das Video ausgemacht und habe dann bemerkt, ja, die haben alle Sachen in einem Päckchen getan. War ja auch gut, weil ich habe ja alles an einem Tag bestellt. So, und das ist jetzt hier von Bastelwelt Stube. Das heißt doch wirklich so, ne? Ich glaube. Und auch hier, ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich habe auf einmal ein Spleen gekriegt und habe, ich brauche Kleber und deswegen bin ich online gegangen, weil ich gern Kleber haben wollte. Genau, Bastelwelt Schubes. So. Ja, und dann habe ich auf einmal die Farben hier gesehen und dann ist es mit mir durchgegangen, konnte ich nicht mehr anders, also. Ja, keine Ahnung. Auf einmal waren die alle im Warenkorb. Auf einmal waren die alle im Warenkorb und bestellt. Ja. Na gut, so ist es manchmal. So, und ich ziehe jetzt einfach mal aus. Ja, und hier habe ich. Ich gucke erstmal nach dem Paint und dann die anderen. So, achso, das hier ist ein Auf. Und das hier, genau, den brauchte ich, weil meiner fast leer ist. Oder nee, ist eine andere Farbe. Ich glaube, das ist eine andere Farbe. Ja, keine Ahnung. Ich habe die wahllos so ein bisschen ausgesucht. Und zwar hier ein Lila. Wie heißt das? Violet. Wilted Violet. So heißt es, genau. Nicht so gut lesen. Dann hier so ein krasses Pink. Picket Raspberry. Dann Cracked Pikachu. Und das sieht auch so, ja, pistazienfarben aus. Dann ein Blau. Und zwar Salty Ocean. So, das hier, jetzt muss ich mal gucken, ist das das gleiche, was ich schon habe? Nee, das ist Burgenscheine und das ist ein anderes. Okay, da habe ich noch eine andere. Achso, ja genau, das ist mehr ins Grün und das, was ich habe, das ist mehr ins Blau. Genau, also Destress Oxide und dann Peacock, kann ich nicht aussprechen, egal. So, ich halte es einmal so rein vielleicht.
stellt die Kamera. Ja, ihr habt es kurz zumindest gesehen. Hallo, stell doch mal scharf, bitte. So, komm, jetzt ist nichts mehr weiter hinten. Genau, das ist es. So, dann haben wir hier wieder ein Lila, aber ein dunkleres Lila. Und zwar Distressed Dane. Diese Lampe, ne, die blendet so. Das hilft auch nicht, wenn ich die... Oder doch, ein bisschen hilft das so. Nun auch nicht wirklich. Gut, dann versuchen wir das nochmal so. Das hat ja ganz gut geklappt. So. Ich glaube, der darf nichts mehr im Hintergrund haben, worauf er sich scharf stellen kann. Genau. So, ein Lila. Dann noch einen anderen Lila-Ton. Ist doch hoffentlich ein anderer. Nein, ist genau der gleiche. Achso, das ist der Auffüller. Keine Ahnung, warum ich davon... Achso, ich glaube, der war irgendwie im Angebot und deswegen habe ich den... Also das ist der gleiche, das ist halt einfach nur der Auffüller. Nee, gar nicht wahr. Guck mal, was ich gemacht habe. Das ist der Paint und das ist der Stain. Also es ist doch nicht der Auffüller. Aber ist egal. Wahrscheinlich gab es den irgendwie im Angebot und deswegen... Aber warum ich jetzt eine Farbe doppelt habe, das weiß ich jetzt auch nicht. So, dann habe ich hier Mermaid Lagoon, dunkelblau. Und die sind sehr flüssig. Die sind auch beim Malen, ich habe die gestern schon ausprobiert, die sind sehr, sehr flüssig. Und halt auch nicht so deckend. Finde ich aber ganz cool, weil manchmal hat man eben so Stempelabdrücke und dann möchte man das auch gar nicht deckend haben. Dann fällt einem im Nachhinein ein, ach, eigentlich wäre es cool gewesen, da noch eine Hintergrundfarbe zu haben. Und mit denen kannst du dann nicht drüber gehen, weil die decken ja wie sonst was. Und da kann man dann halt nicht, ja, dann würde der Abdruck wieder verschwinden. Und deswegen ist es ganz cool, wenn man dann, so, ich versuche jetzt gerade mal, ich habe den nämlich noch von meinem, vielleicht funktioniert so. Na, komm. Komm, du hast doch gar keine andere Wahl. Verstehe es nicht. Verstehe ich nicht, warum sich diese Kamera dann darauf nicht... Vielleicht daran, das ist krass. Ja, so ein dunkles Grün ist das. Und hier haben wir dann so ein bisschen helleres Grün. Grün. Vogue. Keine Ahnung. Kann ich aussprechen, ist auch egal. Ihr könnt das wahrscheinlich besser aussprechen als ich. Genau, ja. Ziemlich cool. Freue mich drauf, die zu verwenden. Wie gesagt, das hier sind alles sehr flüssige und die sind halt theoretisch auch nicht anders als die, habe ich das Gefühl. Also, nur dass man halt, ich mache das mal, oder nee, ich mache es nicht auf. Ich habe ja hier welche schon auf von gestern. Und zwar ist ja da oben so ein Kissen drin. Und die sind auch. Die hier sind relativ weich, da kann man drauf drücken. Da oben ist so ein Schließmechanismus drin. Und wenn man dann auf Papier drückt, kann man hier mal drauf rumschmieren, also so, dann kommt nur die Restfarbe, die ich von gestern noch hatte. Aber wenn ich jetzt drücke, dann macht es klack. Habt ihr jetzt nicht gehört, aber ihr seht das hier in der Mitte gerade ganz schön. Da ist nämlich so ein richtiger, da wo dieser Punkt ist, da ist quasi so ein Schließmechanismus. Wenn man den runterdrückt, dann kommt halt ordentlich Farbe. Umso öfter man drückt, umso mehr Farbe kommt. Ja, diese Pappe saugt jetzt natürlich wie verrückt, aber ihr seht schon, dass es trotzdem ganz schön deckend ist. Also wenn ich jetzt mit einer anderen normalen Farbe, man kann auch hier noch ein bisschen drücken, dann kommt natürlich noch mehr. Seht ihr es, dann kommt noch mehr Farbe raus. Genau, ja, so funktionieren die. Der Rand war ein bisschen grün, weil ich gestern Farben gemischt habe. Ja, und bei denen hier ist es halt so, dass die halt, die haben auch so ein Teil oben. Aber die sind halt sehr viel flüssiger, seht ihr? So. Also das kommt jetzt, der hat nur so komische Farben gerade, weil ich gestern, eigentlich ist das so ein Gelbton, aber weil ich gestern Farben gemischt habe, ist hier noch grün drauf von, ja, von der anderen Farbe halt. Hier habe ich es, glaube ich, nicht gemischt. Dann sieht man es hier besser so. Genau, da sieht man es gut. So. So, die machen auch so einen ganz coolen, also auf Watercolor-Papier. Eigentlich sollte heute noch Watercolor-Papier kommen.
werde ich das auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ja, so ist halt dieser Unterschied. Ja, und die Dinger, weiß ja jeder, sind ja eigentlich Auffüller für die Stempelkissen. Die benutze ich aber gar nicht als Auffüller, sondern ich benutze die eigentlich immer, um da was mitzumachen. So, jetzt gucke ich nochmal, weil das ist ja ein Auffüller für das andere. Mich interessiert aber die Farbe jetzt mal. So. Das wird noch mal zugeschraubt zusätzlich. Ja. Aber dann mache ich ihn, glaube ich, doch nicht auf. Dann mache ich, glaube ich, doch lieber das andere Ding auf. Die Farben sind ja, wie gesagt, die gleichen. Jetzt muss ich nur mal gucken, welche das war hier. Die, genau. Also von den flüssigen. Ja, dann ist es ganz gut. Dann habe ich den Farbton einmal in flüssig und einmal in sättigend. Ich habe noch nicht so ganz die Unterschiede rausgekriegt von den ganzen so. Am Anfang sehen die Dinger so aus, so ganz sauber und da ist nichts. Und hier drin, da, wenn man da so rüber geht mit dem Finger, dann merkt man, dass da halt ja was Rundes halt drin ist. Und sobald man halt hier drauf geht und drunter drückt, und die sind auch ganz hart, die kann man nicht, aber dann seht ihr schon, jetzt kommt es schon. Und umso länger man halt drückt, boah, geile Farbe. Wow, die Farbe stehe ich. Auf weißem Papier würde die bestimmt viel, viel besser aussehen. Aber ihr seht schon, ein richtig dunkles, krasses Lila. Ja, mega schön. Ja, und die Teile machen halt hier schon auf solchem Papier, machen die halt schon so einen Watercolor-Effekt. Obwohl das ja hier gar nichts mit Watercolor zu tun hat. Ne? Genau, ja, voll cool. Auf jeden Fall, ich freue mich. So, ihr Lieben. Ja, ich warte jetzt trotzdem noch, bis meine andere Bestellung da ist. Und wenn dann alles da ist, da sind nämlich zwei Sachen dabei, die nicht lieferbar sind. Das kann also noch ein bisschen dauern. Dann werde ich erst alles hochladen. Aber das sind ja alles Sachen, die sind jetzt nicht irgendwie aktuell oder so, sondern das sind ja alles Sachen, die immer, die es immer gibt. Das Einzige, wo wirklich, glaube ich, gerade ein kleiner Unterschied ist, die machen gerade irgendwie so einen Weihnachtsrabatt. Aber das wird wahrscheinlich in jedem Shop so sein. Na gut, ihr Lieben, ich gucke hier gerade. Ach nee, ist ein Nilpferd. Ich habe erst gedacht, das ist ein hässlich gemalter Bullterrier. Ich habe ja zwei von diesen Schweinchenhunden, wie viele immer sagen. Ich finde, die sehen nicht aus wie Schweine. Aber manche Leute sagen, die sehen aus wie Schweine. Und deswegen nennen sie die immer Schweinehunde. Aber ist mir egal, die sind toll vom Charakter. Okay, ihr Lieben, so, jetzt aber genug geredet. Für euch geht es gleich weiter. Bei mir dauert es ein paar Tage. Hallo meine Lieben. Ja, endlich ist der letzte Teil von meiner Bestellung angekommen. Und endlich habe ich auch wieder vernünftigen Tacky Glue. Genau, da habe ich schon sehnsüchtig drauf gewartet. Und ich habe mich gewundert, warum der so teuer ist. Jetzt weiß ich aber warum. Weil der riesig ist. Und ich hoffe, das Ding hier passt auch hier drauf. Weil ich den schon gerne so stehen habe. Aber egal, wir gucken mal. Sonst fülle ich den einfach um in die andere Flasche. Ja, und dann habe ich mir hier noch ein bisschen dünnen Kleber bestellt. 3 mm, weil ich davon nicht mehr viel hatte. Und ein Lineal. Und zwar ist das für Handlettering gedacht. Da kann man nämlich Abstände und so weiter mit ausmessen. So wie zum Beispiel hier hinten, da kann man dann eben sich gut einzeichnen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist so ganz weich und biegsam. Und man kann das halt auch um Gläser oder so halt drumrum machen. Das fand ich ganz cool. Ja, was diese Sachen hier bedeuten, weiß ich nicht. Das muss ich noch rausfinden. Aber wie gesagt, man kann hier auf jeden Fall mit dem Teil halt eben bestimmte Abstände gut einhalten, dass man Buchstaben eben im genau den gleichen Abstand zum Beispiel macht. So, ja, das wollte ich unbedingt haben. Und dann hoffe ich, dass ich damit auch gut klarkomme. Das ist nämlich immer mein Problem beim Handlettering, dass ich manchmal die Abstände nicht so gut hinkriege. Oder von vornherein den Platz, den ich habe, nicht gut einteilen kann. So,
Dann war diese Flasche hier, die war in dieser coolen Tasche und die werde ich auf jeden Fall aufheben. Die kann man ja immer mal gut gebrauchen für, ja, für Post halt. Ja genau, habe ich schon gesagt, ne? Bei Bastelwelt, na, Schobes habe ich bestellt, genau. Ja, und ich habe bestellt verschiedene Embossing-Pulver. Und zwar einmal von diesem Hersteller hier. So, komm mal. Ach mal hier, jawohl. Genau, einmal das in meiner Lieblingsfarbe Petrol. Dann ein rosa, rosa Glitzer oder Glinter von Wow. Auch das hier ist von Wow und zwar ist hier Gold, aber mit Petrol so gemischt. Könnt ihr es gut sehen? Ja, hier sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Komm, stell scharf, oder wieder nicht. Ja, also es ist halt so Goldglitzerpartikel sind da drin und dann eben Petrol. Und das ist aber so ein bisschen grobkörniger, also nicht das Embossingpulver, aber die Glitzer, dieses Goldglitzer ist ein bisschen. Ja, und dann hatte ich kein weißes Embossingpulver und deswegen habe ich mir hier jetzt zwei gleich bestellt. Einmal ein super fein und ein White Puffy. Das nehme ich an, das wird dann so ein bisschen abstehen. Von der Körnung her sind die auch ganz unterschiedlich. Das hier ist halt gröber als das. Kann man das sehen? Wenn die Kamera scharf stimmt, ja, da sieht man es. Ja, das linke ist das Grobe und das hier ist halt das Feine. Ja, und das wird wohl mehr abstehen. Genau. So. Ja, und weil ich jetzt gerade dabei bin, kam nämlich heute noch eine Post. Und zwar ein Umschlag von meiner Miss Fruchteis. Sie zeigt zwar immer ihre Adresse, aber ich mache das jetzt trotzdem mal nicht. Ich schneide das jetzt hier einfach mal auf. Ich hatte ihr ein Paket geschickt und habe sie gebeten, mir ein Teil wieder zurückzuschicken. Und hier ist aber noch anderes drin, was ich bei mir, was ich gerne von ihr haben wollte. Ja. Ach cool, sie hat mir jetzt doch so viel abgeführt. Das ist nämlich lustig, was genau heute die Bestellung kommt zusammen mit dieser Post. Weil ich mir das Embossingpulver bestellt habe und ich brauchte es eigentlich diesen einen bestimmten Tag, hätte ich es unbedingt gebraucht, weil ich eine Karte machen wollte. Und ja, dann hatte ich keins. Dann habe ich mir das bestellt und dann kam aber diese Lieferung nicht und ich wusste nicht, wann diese Lieferung jetzt endlich ankommt. Weil halt zwei Sachen waren, die nicht lieferbar waren. Ich glaube, eins davon war sogar weißes Embossingpulver. Und dann hatte ich sie gefragt, ob sie mir eventuell ein bisschen weißes Embossingpulver abfüllen kann. Ja, und heute kommt von ihr hier so eine kleine Tube mit weißem Embossingpulver. Ich habe ihr gesagt, so ganz, ganz wenig. Ein Gramm reicht mir schon. Und da sind natürlich hier mehr drin als ein Gramm. Weißes Embossing-Pulver von Longfon. Okay, Longfon hatte ich noch nicht. Hatte leider nicht mehr. Ich hoffe, das reicht. Ja, das ist jetzt natürlich echt doof, dass du mir das jetzt extra geschickt hast und jetzt ist meins da. Also wie du gesehen hast, ich habe jetzt zwei Sorten Weiß. Einmal Puffy und einmal Fein. Und ja, wenn du ein bisschen was davon haben möchtest, sag mir Bescheid. Ich fülle dir was ab und schick's dir zu. So, dann hatte sie in einer Post so eine Kreide, so ein Kreidestoff, also Tafelstoff. Na, geh mal ab. Und sie kann damit nichts anfangen. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich das haben möchte. Aber ich sage, das ist cool, weil das werde ich verwenden. Meine Freunde, die haben ja alle Kinder und ja, da werde ich was so eine Applikation machen und dann halt auf dem Shirt machen oder ja, ich denke auf dem Shirt hinten oder vorne mal gucken und dann können sie darauf schreiben mit Kreide. Das ist doch voll cool für Kinder und das ist sogar richtig viel. In ihrem Video sah das gar nicht so viel aus, aber das sind schon ein paar Meterchen. Ja, freue ich mich riesig, das ist voll cool. Und jetzt war ich so frech und habe alles vorher gezeigt, aber habe ich hier noch eine Post von ihr.
Hallo Schatzi, bitte sei nicht enttäuscht, dass du so wenig bekommst. Ich wusste einfach nicht, was ich noch schicken könnte. Zumal du ja eh am Aussortieren bist. Genau. Ich liebe dich. Nee, alles super. Und dann hat sie mir hier noch so ein süßes kleines Notizheftchen gemacht. Und das hast du bestimmt selber gemacht, oder? Hast du das selbst gemacht? Bestimmt. Ich weiß gar nicht, ob sie so ein Teil hier hat oder ob man dafür eine bestimmte Maschine oder so braucht, um diese Bindung zu machen. Sag mir mal, ob du das selbst gemacht hast oder nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es selbst gemacht ist. Ja, ist auf jeden Fall total süß und hier sind so verschiedene Papiere drin, was auch irgendwie, finde ich, dafür spricht, dass es selbst gemacht ist, obwohl die Papiere alle gleich stark sind. Also sehr dünnes Papier, ist jetzt nicht irgendwie stabiles Papier, aber braucht man ja auch nicht für Notizen. Ja, das ist ganz cool. Ich glaube, das werde ich mir hier hinlegen und werde das benutzen. Oh, zack, das sind zwei glasige Dinger. Ich dachte, das gehört nach vorne. Aber sind zwei. Das werde ich mir hier hinlegen und wenn ich Ideen habe für YouTube-Sachen, dann schreibe ich mir das da rein. Ja, und meine Post, die kommt natürlich wieder an die Wand hinter mir, wie jede deine Post und auch die Post aller anderen, die mir so geschickt wurde. Ja, ihr Lieben, so, das war's schon. Also ich wollte jetzt für diese Post hier nicht extra Video machen. Ich glaube, du bist mir auch nicht böse. Ja, und das hier ist das Allerwichtigste übrigens, was zurückgekommen ist. Und zwar ist das, habe ich da mal einen Fingerabdruck eingegossen von unserem verstorbenen Sohn. Und das hatte ich zu Weihnachten gemacht für seine Geschwister und ja, halt für mehrere Leute. Und bei dem war halt ein Fehler und das habe ich für mich behalten. Und als ich die ganzen Resin-Teile, ich hatte keine Lust, die alle durchzusuchen. Da waren auch welche dabei, die ich tatsächlich auch noch schön fand und vielleicht auch noch behalten hätte. Und ich habe erst angefangen, habe rausgenommen, habe angefangen zu sortieren. Da habe ich gedacht, nee, das machst du jetzt nicht. Wenn du jetzt anfängst, wieder alle Einzelteile rauszusuchen, dann bleibt doch wieder viel mehr bei dir, als du willst. Und danach ärgerst du dich, dass du es nicht abgegeben hast. Also habe ich dieses Körbchen, wo das drin war, genommen, habe es alles in die Tüte gekippt, habe die Tüte zugeknotet, gar nicht mehr reingeguckt und direkt in den Karton. Und dadurch ist dieses Teil da mit drin gelandet. Und das musste ganz, ganz dringend und ganz schnell wieder zu mir zurück. Genau, und der kommt jetzt da oben hin und ist die ganze Zeit bei mir. Jawohl, okay, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mir das zurückgeschickt hast, Schatz. Und ja, wie gesagt, ich habe dir angeboten, wenn du möchtest, ich überweise dir natürlich das Porto per PayPal, kein Problem. Also, ja, ich schiebe hier meine Sachen nochmal so ein bisschen ins Bild. Ja, ihr Lieben, das war's schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.